Willkommen bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Dies ist das Roboter-Trainingszentrum. Wir sind hier, um etwas über die menschliche Physiologie, die Funktionsweise des menschlichen Körpers zu erfahren. Warum ist einem nach einer Achterbahnfahrt schwindelig? Warum kann man nicht geradeaus gehen, nachdem man sich schnell gedreht hat? Das liegt an der Physiologie und der Schwerkraft. Der größte Unterschied zwischen Erde und Weltraum ist, dass Astronauten in einer schwerelosen Umgebung leben und arbeiten. Schwerkraft hat verschiedene Auswirkungen auf den Körper. Das lässt sich am besten am Beispiel des menschlichen Körpers in der Schwerelosigkeit des Weltraums erklären. Ich habe Freunde aus Brønshøj in Dänemark, aus Leuven in Belgien, aus Amsterdam in den Niederlanden und aus Paris in Frankreich gebeten, mir zu helfen. Und wir werden an Bord der internationalen Raumstation ISS gehen, damit uns der ESA-Astronaut André Kuipers aus den Niederlanden und der Kosmonaut Gennady Padalka aus Russland helfen können. Ja, wir sehen das ESA-Logo. Eine Augenbinde und Ohrenstöpsel, wofür sind die wohl? Hey, Gennady, pass auf! Wer weiß, wo er hinfliegt, wenn du ihn loslässt. Willst du uns noch einmal das Logo zeigen? Daneben, beim nächsten Mal eben mehr Glück. Im Weltraum verlieren Astronauten leicht die Orientierung. Oft wird ihnen schwindelig und sie wissen nicht, wo sie sind. Warum passiert das wohl? Das menschliche Gehirn erhält Informationen über die Position des Körpers aus drei Quellen: den Augen, den Sensoren in Muskeln und Sehnen und den Sensoren im Innenohr, die wir den Vestibularapparat nennen. Wir benutzen unsere Augen, um visuelle Eindrücke zu gewinnen. Auf diese Weise erfahren wir, ob wir stehen, liegen oder schief stehen. Die Sensoren in unseren Muskeln und Sehnen informieren das Gehirn, ob wir aufrecht stehen. Auf der Erde funktioniert das auch ohne die Augen. Mit geschlossenen Augen kann man immer noch die relative Position des Körpers bzw. unten und oben bestimmen. Im Innenohr befindet sich der Vestibularapparat. Er besteht aus den Otolithen und den Bogengängen. Die Otolithen merken, wenn wir den Kopf nach vorne oder zur Seite bewegen. Sie reagieren auf die Schwerkraft und sagen uns, ob wir richtig herum stehen. Die Bogengänge sind mit Flüssigkeit gefüllt und registrieren Bewegungen und Drehungen des Kopfes. Sie sind wie ein komplexes System aus Wasserwagen. Gemeinsam sorgen diese drei Sensoren für den Gleichgewichts- und Richtungssinn. Auf der Erde haben sich der Vestibularapparat sowie die Muskeln und Sehnen an die Schwerkraft angepasst. Im Weltraum tut das Gehirn erst so, als wäre es noch auf der Erde. Es versucht, die Informationen, die es erhält, mit Bezugspunkten zu vergleichen, die nicht mehr da sind. Kein Wunder also, dass es ohne diese beiden Orientierungssysteme für das Gehirn schwer ist, herauszufinden, wo oben und wo unten ist. Daher leiden viele Astronauten am Weltraumanpassungssyndrom, also der Weltraumkrankheit, die der Reisekrankheit hier auf der Erde ähnelt. Nach einer Weile stellt sich das Gehirn auf die neue Situation ein. Ihr habt gesehen, wie André das Logo gesucht hat. Mit verbundenen Augen blieben ihm nur Muskeln, Sehnen und der Vestibularapparat. Und ihr habt gesehen, dass die ihm im Weltraum nicht helfen. Hey, das sieht lustig aus. Naja, sie sehen etwas desorientiert aus. Lieber André, ist der Vestibularapparat unserer Freunde durch das Herumdrehen gestört. Daher haben sie weder Richtungs- noch Gleichgewichtssinn. Hey, das sieht besser aus. Jetzt dreht sie sich auch.
Oh, das ist nicht so gut. Also können auch die Menschen, die eigentlich einen normalen Orientierungssinn haben, die Orientierung verlieren, wenn ihre Systeme gestört werden. Trotzdem eine schöne Zeichnung. Das sieht recht einfach aus. Okay, nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass sie nicht sieht, wohin sie zielt. Wir brauchen also eine Kombination aus drei verschiedenen Sensorsystemen, um uns zu orientieren. Auf der Erde kann es lästig sein, wenn eins dieser Systeme wegfällt. Aber wir haben immer noch die beiden anderen. Guter Wurf! Astronauten dürfen auf keinen Fall die Orientierung verlieren, da sie im Weltraum viele wichtige Aufgaben zu erledigen haben. Unsere Freunde in Dänemark können ruhig mal daneben werfen. Aber im Weltall darf man sich keine Fehler erlauben. Wir sehen uns jetzt ein paar andere Effekte an, die die Schwerkraft auf uns hat. Hey André, was machst du da? Wenn das ein neuer Tanz sein soll, glaube ich nicht, dass er sich durchsetzt. André vergleicht seine Arme. Könnt ihr einen Unterschied sehen? Das sieht zwar nicht nach viel aus, aber das war ein anderer Effekt, den Schwerelosigkeit auf unseren Körper hat. Das Blut fließt in unserem Körper durch ein Netz aus Blutgefäßen, den Arterien und Venen. Das Herz pumpt das Blut durch die Gefäße. Diese Art der Zusammenarbeit wird Herz-Kreislauf-System genannt. Der Druck, mit dem das Blut gegen die Wände der Blutgefäße gedrückt wird, heißt Blutdruck. Wie alles auf der Erde unterliegt auch der Blutdruck in unseren Blutgefäßen den Auswirkungen der Schwerkraft, sodass ein zusätzlicher Druck entsteht, der hydrostatische Druck. Wenn wir stehen, fließt das Blut also in den Unterleib und in die Beine. Aus diesem Grund ist der Blutdruck in den Beinen höher als in den Armen. Ändern wir auf der Erde unsere normale Haltung, ändern wir auch die Richtung des hydrostatischen Drucks. Wir können sehen, wie sie eine Hand nach oben und eine nach unten halten. Jetzt fließt aufgrund der Schwerkraft mehr Blut durch den gesenkten Arm als durch den erhobenen Arm. Im Weltraum veranlasst die Schwerkraft das Blut nicht dazu, nach unten oder oben zu fließen. Es gibt kein Oben und Unten mehr. Daher werden Andres Venen nicht dünner oder dicker, egal wie lange er den Arm hochhält. Ohne hydrostatischen Druck sehen seine Arme exakt gleich aus. Ich glaube, unsere Freunde wollen uns mehr zeigen. Jetzt halten sie die Arme genau andersherum. Welcher Arm ist jetzt dran? Die Schwerkraft wirkt auf die Arme und man sieht, dass der Arm erhoben ist, die Schwerkraft das Blut aber nach unten zieht. Eine Ruhepause. Diese Position ist ein gutes Beispiel für Schwerelosigkeit, da sich der hydrostatische Druck im Körper verteilt. Wissenschaftler beobachten Leute, die 2 bis 3 Monate ohne Pause in so einer Position verharren. Welche Hand ist jetzt wohl dran? Beide sind gleich, da aufgrund der Schwerkraft kein Arm höher oder niedriger ist. Das Ergebnis ist wie bei André in der ISS. Natürlich müssen Astronauten ihr Herz-Kreislauf-System ganz genau im Auge behalten. Denn wenn ihnen etwas zustößt, haben sie es schließlich sehr weit bis zum nächsten Krankenhaus. Hier werden Andres Blutdruck und Herzfrequenz 24 Stunden lang gemessen. Diese Daten zeigen uns nicht nur, wie unser Körper in der Schwerelosigkeit funktioniert, sondern helfen uns auch, die Herz-Kreislauf-Probleme zu verstehen, die Menschen hier auf der Erde haben. In diesen Experimenten haben wir gesehen, wie Schwerkraft und hydrostatischer Druck den Blutstrom beeinflussen. Nun geht es wieder zurück zu den Blutgefäßen und ihren Funktionen. In diesem Klassenzimmer in Andres alter Schule in den Niederlanden wird seine Wade vor dem Start gemessen. Gemessen wird dabei an der breitesten Stelle seiner linken Wade. Dies wurde direkt nach dem Start gefilmt.
Wir sehen einen kleinen Unterschied. Eine schöne Fliege. Hier wird André in der ISS gefilmt. Seine Beine sind deutlich dünner. Wir haben bereits gesehen, wie der hydrostatische Druck auf der Erde das Blut im Körper nach unten zieht. Um die Schwerkraft zu kompensieren, hat das Herz-Kreislauf-System Kontrollmechanismen. Rezeptoren, die den Blutdruck überwachen und sicherstellen, dass das Blut in unserem Körper gleichmäßig verteilt wird. Auf diese Weise sendet das Nervensystem ständig Botschaften an die Blutgefäße, um den Blutdruck auf dem richtigen Niveau zu halten. So wird das gesamte Körpergewebe mit der richtigen Menge an Blut versorgt. Aber was passiert im Weltraum? Es ist nur schwer vorstellbar, dass ein ESA-Astronaut in der ISS neue Kleidung braucht. Aber viele Astronauten stellen fest, dass sich ihr Körper im Weltraum sichtbar verändert. Dieses Phänomen heißt Hühnerbeinchen oder Puffgesicht. Warum passiert das? Es gibt zwei Gründe. Erstens sinkt das Blut ohne den hydrostatischen Druck nicht länger in die Füße. Daher muss das Herz-Kreislauf-System nicht mehr so viele Korrekturen vornehmen. Mit der Zeit schwächt das den Herzmuskel, der wie alle Muskeln umso schwächer wird, je seltener er benutzt wird. Die Bereiche des Nervensystems, die den Blutkreislauf regeln, werden auch schwächer. Ohne Schwerkraft arbeiten sie nicht so viel und vergessen ihre Aufgaben. Zweitens sind nicht nur Blut, sondern alle Körperflüssigkeiten davon betroffen. Ohne die Schwerkraft verteilen sie sich im Körper. Aber der Kopf ist es nicht gewohnt, dass so viel Flüssigkeit nach oben fließt. Und die Beine sind es gewohnt, dass mehr Flüssigkeit nach unten fließt. Ergebnis ist, dass die Venen in Andres Nacken und Gesicht stärker hervortreten und die Haut sich mit Flüssigkeit füllt. Aber die Beine dünner werden, da dort weniger Blut und Flüssigkeit hinfließen. Ich glaube, du brauchst wirklich neue Kleidung, André. Mal sehen, was unsere Freunde für uns haben. Ein Band, keine Fliege. Was haben Sie bloß vor? Schwerkraft und Blutdruck sorgen für einen Blutandrang im Kopf. Halte ich dort nicht zu lange auf? Oh, Sie messen Ihre Hälse. Man kann den Unterschied sehen. Gut, der Unterschied ist nicht so groß. Es wird noch eine Wade gemessen. Gut, ich hoffe, ihr habt Spaß. Nur ein kleiner Unterschied. Aber stellt ihn euch nach ein paar Monaten vor, dann hat er auch Hühnerbeine. Durch die Schwerelosigkeit verändert sich die Flüssigkeitsverteilung im Körper. Der Hals wird dicker, Beine werden dünner, Kopfschmerzen treten auf, Gesichter schwellen an. Darum müssen André und seine Kollegen fit sein. Hallo André. Schon wieder am Messen? Wie groß bist du? Sag nicht, dass du immer noch wächst. Und am Ende der Mission bist du sogar noch größer. Schon mal versucht, größer zu sein als jemand anders? Die Chance dazu bietet sich im Weltraum. Unsere Wirbelsäule besteht aus kleinen Knochen, die Wirbel heißen. Zwischen den Wirbeln befinden sich weiche Polster, die Bandscheiben, die den Druck absorbieren, den die Wirbel aufeinander ausüben, wenn wir uns bewegen. Wie das Blut sind auch die Wirbel und Bandscheiben der Schwerkraft ausgesetzt. Deshalb werden die Scheiben zusammen bzw. aneinander gedrückt, wenn wir stehen. Im Weltraum dehnen sich die Bandscheiben aus, da keine Kraft auf sie einwirkt. Dadurch wird die Wirbelsäule länger. Wir haben gesehen, wie André vor und nach dem Start seine Körpergröße gemessen hat und wie er die Werte aufgeschrieben hat. Und wir haben auch gesehen, wie er größer geworden ist, seitdem er sich im Weltraum befindet. Diese Schüler messen morgens nach dem Aufstehen und abends vor dem Zu-Bett-Gehen ihre Größe.
Die gemessenen Größenunterschiede entstehen, weil sich die Wirbelsäule nachts im Bett entspannt. Tagsüber wirkt die Schwerkraft auf unsere Wirbelsäule. Also sind wir kleiner als nach dem Aufstehen. Mädchen strecken sich, damit ihre Bandscheiben nicht so stark wie sonst durch die Schwerkraft zusammengepresst werden. Es ändert sich nicht viel. Aber stellt euch vor, ihr macht das eine Woche lang ohne Unterbrechung. Das liegt daran, dass die Muskeln sich anpassen, da sie Teil des muskuloskeletalen Systems sind. Muskuloskeletal heißt, dass die Muskeln mit dem Skelett verbunden sind und als ein Gesamtsystem funktionieren, wenn wir den Körper bewegen. Wie das Herz-Kreislauf-System hat sich das muskuloskeletale System der Schwerkraft angepasst und trägt dazu bei, dass der Körper auf der Erde optimal funktioniert. Viele unserer Muskeln sorgen speziell für eine aufrechte Haltung des Skeletts. Andere sorgen für die Bewegungen unter den Bedingungen der Schwerkraft, zum Beispiel beim Laufen, Heben oder Strecken. In der Schwerelosigkeit des Weltalls müssen vor allem die Muskeln in unserem Unterleib nicht mehr so viel Gewicht stützen. Darum verkümmern diese Muskeln mit der Zeit. Das nennt man Muskelschwund. Die Knochen im Unterleib verlieren auch an Dichte, weil das Gewicht fehlt und weil sie beim Gehen oder Rennen nicht mehr so stark auf den Boden drücken wie auf der Erde. Ein gewisser Druck ist notwendig, um die Knochenmasse zu erhalten. Darum sollten wir Sport treiben. Für Muskeln und Knochen gilt, wer rastet, der rostet. Merkt euch, dass Muskelstärke dynamisch ist. Sie kann abnehmen, sie kann aber auch gesteigert werden. Im Weltraum müssen die Astronauten vor allem darauf achten, in Form zu bleiben und ihre Muskeln zu trainieren. Ziel dieser Übungen ist es, dass die Muskeln und Knochen so wie auf der Erde funktionieren. Denkt daran, wie viel wir auf der Erde trainieren müssen, um in Form zu bleiben. Dann stellt euch vor, die Hanteln wiegen nichts. Wie sähe ein Training jetzt aus? Unsere europäischen Freunde haben sich überlegt, wie es wohl aussehen könnte, wenn man im Weltraum arbeitet. Diese Situationen sind natürlich nicht genauso wie im Weltraum. Aber sie geben einen guten Eindruck davon, was uns erwartet. Wir haben gesehen, dass Schwerkraft unterschiedlich auf den Körper einwirkt. Auf der Erde haben wir drei Sensoren, um uns zu orientieren: Muskeln und Sehnen, den Vestibularapparat und unsere Augen. Im Weltraum funktionieren nur die Augen, weil sie nicht von der Schwerkraft abhängig sind. Auf der Erde ist unsere Blutzirkulation von der Schwerkraft beeinflusst und daher sinkt Blut nach unten. Ändern wir die Position, ändert sich der Blutstrom. Im Weltraum ist das nicht der Fall. In unserem Herz-Kreislauf-System wird Flüssigkeit von der Schwerkraft nach unten gezogen und gegen die Schwerkraft in den Kopf gepumpt. In der Schwerelosigkeit gleicht sich das aus. Das Ergebnis sind Hühnerbeinchen bzw. ein Puffgesicht. Im Weltraum verkümmert das muskuloskeletale System mit der Zeit, weil es nicht belastet wird. Aber da Muskelkraft dynamisch ist, können Astronauten den Muskelschwund durch Training vorbeugen. Falls ihr selbst mal in den Weltraum reisen solltet, muss sich euer Körper unter anderem auf eine längere Wirbelsäule einstellen, auf ein aufgedunsenes Gesicht, dünne Beine und Schwindelgefühl. Aber der Körper gewöhnt sich an den Weltraum und Astronauten lieben ihren spannenden Job. Ich habe mich zum ersten Mal für Raumfahrt interessiert, als ich 12 Jahre alt war und Science-Fiction-Comics las. Dann habe ich Medizin studiert und wurde Arzt. Das fand ich auch sehr faszinierend. Schließlich konnte ich in der Raumfahrt arbeiten und medizinische Experimente durchführen. Bei der Ankunft in der Raumstation scheint alles auf dem Kopf zu stehen und man denkt, das ist aber komisch hier.
Beim Schlafen hängt man zum Beispiel einfach in der Luft. Das Essen ist klebrig, damit nicht so viele Krümel herumfliegen. Es werden ständig Experimente durchgeführt. Wenn man ein wenig Zeit hat, blickt man einfach nach draußen. Die Erde ist einfach wunderschön und die Farben sind großartig. Aber leider muss man zurück. Nach der Landung fühlt man sich seltsam, weil man nicht richtig laufen kann. Wenn man den Kopf dreht, dreht sich alles um einen. Es dauert eine Weile, bis alles wieder normal ist. Um Astronaut zu werden, muss man hochmotiviert sein, viel Geduld und Ausdauer haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der jetzt in der Schule ist oder diese DVD sieht, eines Tages vielleicht auf dem Mars spazieren gehen wird. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es soweit ist. Die Raumfahrt in Europa steckt noch in den Kinderschuhen. Unser Team in der ISS weiß, dass es noch viele offene Fragen gibt und viele Abenteuer, die erzählt werden müssen. Also bleibt dabei und seht, was die ISA für die nächste Mission geplant hat.